Ich möchte Eltern ermutigen, sich zum Grundsatz zu machen, einmal am Tag in den Schuhen ihrer Kinder zu gehen. Sei es in der Schuhnummer 25, in der Schuhnummer 32, 37 oder irgendwann vielleicht sogar Größe 41, um sich einzufühlen in das, was ihren Kindern geht, in das, was ihre Kinder brauchen. Ursprünglich bin ich von Beruf Erzieherin und mein Schwerpunkt von Kindesbeinen an, kann man wirklich sagen, ist die Heilpädagogik gewesen, eben weil ich selber einen heilpädagogischen Bruder habe. Das ist sozusagen ein tiefes inneres Motiv meiner gesamten Tätigkeit, so zum, ich sag mal so, zum Heile der Kindheit, oder nach Janusz Korczak gesagt, jedes Kind hat ein Recht auf Kindheit und auf eine gute Kindheit. Das ist mir ein intensives Anliegen. Alle Bücher sind irgendwie immer auch entstanden durch Impulse von Eltern. Dass Eltern auch diese Frage hatten, wann schreibst du über das Thema? Wann schreibst du über das 9. Lebensjahr? Schreib doch mal über Pubertät. Also diese Frage, die hat es schon mal gegeben. Es war auch wie an der Zeit, weil ich plötzlich diesen Titel hatte, ne? Also es müsste eine Pubertätssprechstunde geben, weil wir natürlich auch wussten, es gibt schon viele tolle Bücher über Pubertät, aber es gibt eben keines, was wirklich umfassend ist. Und Pubertät ist so eine umfassende Entwicklungszeit mit so vielen Fragen, dass wir gesagt haben, wenn, dann machen wir ein umfassendes Werk. Dieses Forschen auch daran und sich wirklich nochmal auch menschenkundlich einarbeiten, weil man hat es nicht einfach, ne, indem man die Jugendlichen anschaut, sondern wirklich diese empathische Seite auch anzunehmen und zu gucken, wie ist es von Seiten der Jugendlichen. Das ist ja ein Schwerpunkt in unserer Pubertätssprechstunde, dass wir Jugendliche zu Wort haben kommen lassen.